Ja, manch einer wundert sich, dass er im Moment vermehrt Freundschaftsanfragen bei Facebook aus Vietnam bekommt. Dann auch schon mal die Bitte, einen bestimmten Regenwald in Brasilien mit dem Gefällt-mir-Button zu versehen. Facebook generiert im Augenblick die meisten neuen Nutzer in Vietnam und Brasilien. Klar, denken manche, Facebook-Boom hält an, tut aber gar nicht, denn Facebook verliert ordentlich Nutzer, vor allem in Japan, in Kanada, Südafrika. In Japan hatte ich im vergangenen Jahr mal eben ein Viertel der 13 Millionen Facebook-Nutzer abgemeldet. Auch in Deutschland verliert Facebook, vor allem bei den jungen Leuten. Ob es an dem Facebook Big Brother Award liegt, kann ja sein. Ich bitte jetzt Nils Büschke von Digital Courage zu mir, denn Facebook hat ja bereits einen Big Brother Award bekommen. Nils, wo bist du? Da bist du. Stichwort Facebook. Ja. Was hat das noch so im Nachgang ergeben alles? Ja, Facebook kann man vielleicht viele Meldungen aus der letzten Zeit unter dem Oberbegriff zusammenfassen, dass sie die Qualität und Quantität ihrer Ware erhöhen wollen. Nur dass das in diesem Fall leider die Nutzer sind, denn damit verdienen sie ihr Geld. Und zuerst allerdings versuchen sie mehr und mehr die Anonymität auf dieser Plattform einzuschränken. Das heißt, sie versuchen jetzt auch in Deutschland die Klarnamenpflicht durchzusetzen. Das heißt, jeder soll sich mit seinem realen Namen anmelden. In einem noch weitergehenden Schritt haben sie zwischenzeitlich versucht, auch die eigenen Nutzer dann als Spitzel einzusetzen, um das durchzusetzen im Endeffekt. Da gab es dann im Testbetrieb eine kleine Pop-up-Meldung, wo dann im Endeffekt ein Profilfoto angezeigt wurde mit Namen drunter und der andere Nutzer dann sagen sollte, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und im Zweifelsfall hatte das dann natürlich zur Konsequenz, dass der Account stillgelegt wurde. Und auch erst wieder freigeschaltet wurde, nachdem man eine Kopie seines Personalausweises beispielsweise eingeschickt hat. Weiterhin dann versucht Facebook mehr und mehr auch so eine sogenannte stille Benutzung der Plattform zu unterbinden im Endeffekt, um natürlich mehr und mehr Daten auch zu bekommen von all seinen Nutzern. War es früher noch möglich, einfach mal irgendwas mitzulesen, weil man vielleicht einen Freundeskreis da auch hatte? Ist das jetzt bei einer Gruppennachricht unten drunter immer direkt eingetragen, dass halt auch, wer hat diese Nachricht zu welchem Zeitpunkt gelesen, dass das für alle Nutzer sichtbar ist. Das erzeugt natürlich in einem gewissen Maße dann auch sozialen Druck natürlich, dass jeder Nutzer natürlich, ja, der hat das gelesen, hat nicht geantwortet, warum denn nicht? Und so wird es natürlich immer mehr und mehr. Ein weiterer Punkt war Instagram, das wurde ja letztes Jahr von Facebook gekauft. Ich denke, die meisten kennen es, es ist eine Foto-Sharing-Plattform, wie man das so schön nennt. Und im Oktober haben die dann natürlich auch neue Geschäftsbedingungen, wollten sie ihren Nutzern vorlegen, haben sie getan. Da sicherten sie sich als erstes sogar das Recht zu, dass sie die Bilder ihrer Nutzer verkaufen dürfen, wo es dann riesengroßen Aufschrei natürlich gab, das haben sie zurückgenommen. Nicht zurückgenommen haben sie Änderungen, die natürlich Instagram ganz, ganz nah an Facebook rücken und im Endeffekt die Klarnamenpflicht zum Beispiel auch dafür durchsetzen und natürlich einen sehr, sehr freizügigen Datenaustausch mit den Nutzerdaten ermöglicht dann. Und vielleicht noch zum Abschluss zu Facebook, da hat man gesehen, wohin so ein allgegenwärtiges Facebook im Endeffekt dann auch schnell führen kann. Bei einer kleinen Grundschule am Harz wurden 6 Schüler letztendlich vom Unterricht ausgeschlossen, weil deren Eltern sich Gott sei Dank, dagegen entschieden hatten, dass ihre Fotos auf Facebook online gestellt werden. Es war halt ein Geschichtenerzähler anwesend, das sollte dementsprechend publik gemacht werden und ja, die Kinder durften nicht teilnehmen, leider. Ja, hört sich so an, als hätte Facebook einen Big Brother Award verdient, aber kann man schon vorwegnehmen, kriegt dieses Jahr keinen. Oh, kriegt keinen, nein. Aber knapp vorbei ist meistens auch daneben. Es gibt einige andere, die es auch nicht geschafft haben, einen Big Brother Award heute abräumen zu können. Aber trotzdem, es wert ist, dass man mal kurz drüber spricht. Durchaus. Ja, als erstes gibt es da zum Beispiel die Bundesfinanzaufsicht. Die hat jetzt ein sogenanntes Beraterregister eingeführt. Ist ja vom Grundgedanken erstmal gut, dass man die Beratungsqualität der Anlageberatung erhöhen möchte. Und in dieser Datenbank werden halt Beschwerden gesammelt und die BaFin entscheidet dann im Nachgang, sind die jetzt berechtigt, sind die unberechtigt und hat allerdings dann auch das Recht, ein 2-jähriges Beratungsverbot auszusprechen, was dann natürlich faktisch im Endeffekt einem Berufsverbot gleichkommt. Und das Kritische an diesem Punkt ist natürlich, dass das Ganze im Endeffekt an dem schwächsten Glied der Kette gemacht wird, nämlich den Beratern, die aber natürlich auch in einem Umfeld arbeiten, die Vorgaben bekommen, die bestimmte Ziele erreichen müssen und die jetzt noch unter dem zusätzlichen Druck stehen, dass sie jederzeit Beschwerden bekommen können und im Zweifelsfall ihren Job nicht mehr ausüben können.
So, nächste Titel der Erwählung, bin ich mal gespannt, ob du es auf die Reihe kriegst. 39 Buchstaben. Na ja, die Telekommunikationsbestandsdatenauskunft. Er hat geübt. Ja, durchaus. Sag's nochmal bitte. Telekommunikationsbestandsdatenauskunft. Da hat unsere Bundesregierung einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es dann der Polizei auch ermöglichen soll, beispielsweise IP-Adressen, die ja nun dann doch auch sehr schnell sehr viel über Nutzer verraten, Interessen und so weiter, dass die auch bei kleineren Ordnungswidrigkeiten bereits rausgegeben werden können. Ganz zu schweigen von zum Beispiel dem militärischen Abschirmdienst, dem Verfassungsschutz, die haben dürfen auf diese Daten zugreifen, sofern es für ihre Tätigkeit möglich ist und haben sonst keine weiteren Einschränkungen. Das nächste kannte ich nicht. Also der Regis 24 oder Regie? Ja, das ist auch ein spannender, unschöner Fall. Regis 24 ist ein sogenannter Adressvermittler. Das heißt, wenn Telekommunikationsunternehmen beispielsweise die Daten eines säumigen Zahlers erfahren müssen, dann geben sie das bei Regis 24 in Auftrag und die fragen das dann beim Meldeamt ab und geben die Daten dann wieder an das Unternehmen zurück. Soweit so gut, dann ist der Fall ja eigentlich abgeschlossen und an sich ist es dann zumindest nicht vorgesehen, dass Regis 24 diese Daten auch alle speichert. Das haben sie in der Vergangenheit dann aber getan und bauen so natürlich im Endeffekt ein Schattenmelderegister auf, um sich für zukünftige Anfragen die Gebühren zu sparen. Und ja, das ist natürlich für den Bürger im Endeffekt weder großartig einsehbar noch kontrollierbar, was sie dann tun. Jetzt denken wir immer, das ganze Böse, das passiert in den großen, großen Städten. Ja, von wegen auf dem Land gibt es durchaus auch manchmal Verfehlungen und du musst jetzt mit dem Landkreis schimpfen. Ja, Peine. Das war durchaus ein bisschen absurd. Da sieht man auch wieder, was mit so einfachen Äußerungen beispielsweise auf Facebook passieren kann. Da gab es einen Bürger, der an einem fest installierten Blitzer vorbeigefahren ist, hat sich furchtbar geärgert, wie viele wahrscheinlich. Hat dies auf Facebook kundgetan, aber jetzt ohne besonders ausfallend zu werden und hatte am nächsten Tag dann Post von der Verkehrsbehörde in seinem Briefkasten, die ihm durchaus eine MPU angedroht haben, also umgangssprachlich Idiotentest nennt man es ja gerne, da ja durchaus ein erhöhtes Konfliktpotenzial bestehen würde. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass sämtliche Behörden sich jetzt auf Facebook nach kritischen Äußerungen umschauen. Aber kann Sinn und Zweck sein, dass du uns mal da ein paar Sachen erzählt hast, die da noch hinterm Big Brother Awards, den Rhein Awards noch stattfinden. Danke für die tadelnden Erwähnungen. Nils Büschke. Ja, manchmal ist man echt verblüfft, was da an Datenkrakerei vonstatten geht und dass das alles dann manchmal wirklich so lange und teilweise auch unbemerkt vonstatten geht. Für Verblüffung hat ja vorhin auch unser Zauberer gesorgt und Peter Hartling kommt gleich wieder. Ich will kurz eine kurze Geschichte erzählen. Der hat auch mal die knallharten Börsianer so richtig in enormes Erstaunen versetzt, als er den DAX tagesaktuell vorhergesagt hat, und zwar schon 2 Wochen vorher. Da wurde dann seine DAX-Prognose in einen versiegelten Umschlag in einem Safe hinterlegt und dann kann man sich vorstellen, standen die Münder offen bei den Börsianern, als der DAX dann bis auf 2 Kommastellen exakt mit seiner Vorhersage übereinstimmte. Der Mann muss steinreich sein. Mit gewöhnlichen Dingen ganz ungewöhnliche Dinge tun, das ist sein Motto, Peter Hartling. Und er hat sich vorgenommen, wie man Daten mal so richtig schlimm missbrauchen kann. Peter Hartling, jetzt hier. Hallo, hallo. Guten Abend nochmal, vielen Dank. Danke, Andreas, super. Ja, der DAX, ne? Wenn da mal nicht ein Trick dabei war, fragen sich alle, wieso ist er dann hier? Ich habe mir Gedanken gemacht, was man zum Thema Datenschutz so zauberisch machen kann und habe mal überlegt und gemerkt, ich kenne mich eigentlich mit Datenschutz gar nicht so aus. Also ich zum Beispiel, ich habe bis vor kurzem irgendwie noch gedacht, naja komm, das sind so viele Daten, wenn jeder einfach alles irgendwie offenlegt und so, das ist so viel Material, wenn man eine bestimmte Information sucht, das findet sowieso kein Mensch, es dauert Jahre, das alles auszuwerten und so, ist eigentlich egal, ne? So habe ich gedacht. Stimmt aber nicht. Also es gibt mathematische Verfahren, die das leisten können, also das ist vergleichbar mit diesem Zauberwürfel. Kennen Sie wahrscheinlich, ne? Noch von früher so, das hat irgendwie mehrere Trillionen Zustände, das Ding. Wirklich kein Spaß. Und klar, wenn man jetzt den einen Zustand sucht, ne? Die eine Lösung sozusagen, und da man dreht einfach nur so rum, dann wären wir wahrscheinlich in 4 Wochen noch hier. Aber wenn man das mathematisch löst, da gibt es so mächtige Verfahren, dass man die richtige Lösung findet, gewissermaßen im Handumdrehen. Also es ist erstaunlich, was das bringt.
Mal sehen. Naja, vielleicht kann ich hier. Hep. Juhu, sehr schön. Ja, so kann es gehen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das mal in der Praxis. Wir gucken mal an, wie man so Profile erstellen kann und wie man da die Mathematik nutzen kann, um irgendwelche Daten rauszufinden. Und das ist interessant, weil wir das mit einem freiwilligen oder zufälligen Zuschauer machen. Ja? Und um jemanden zu finden, der auf jeden Fall das nicht mit mir abgesprochen haben kann, werfe ich einen Gegenstand ins Publikum und werde jetzt, Nee, oder pass auf, ich nehme einfach ein Stück Papier, müsste auch gehen. Ich habe das war neulich auch eine ganz, das war eine Sauerei einfach. Aber na gut, ich meine, so ein Stück Papier ist okay, das ist nicht ganz so gefährlich. Ich knoll das einfach mal rum. Ich werfe es irgendwo hin, wer es hat, wirft es einmal weiter. Die Person wirft es noch ein zweites Mal weiter und derjenige ist es dann sozusagen, zufällig. Vielleicht können Sie sich beim Werfen so ein bisschen hier im vorderen Bereich beschränken, weil wir das dann mit den Kameras noch eingefangen kriegen. Ich muss mal nach hier so, zack, einfach einmal weiterwerfen. Wer es jetzt hat, ist schon mal nicht dran und da wird es nochmal weitergeworfen, genau. Oder vielleicht noch, ja, ist egal, wenn Sie das haben, dann ist prima. Damit sind Sie, oh, es geht noch weiter, ja, super. Der Herr, greifen Sie zu oder die Dame, damit sind Sie gewählt, prima. Und wir haben einen Block und einen Stift für Sie vorbereitet. Wir brauchen nämlich jetzt ein paar persönliche Daten von Ihnen. Hurra, ja, super. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt, ja? Mal Applaus. Vielen Dank. Sehr schön. Genau. Und zwar, wir machen Folgendes. Erstmal darf ich nach Ihrem Namen fragen. Mein Name ist Pitt und Sie sind? Almut. Almut, ja, müsste gehen, okay. Pass auf, Almut, wir machen es mal so, können Sie sich mal eine Zahl überlegen zwischen 20 und 100? Irgendeine Zahl, schreiben Sie ganz groß auf den Zettel, dass man später auch hinten gut erkennen kann, irgendeine Zahl von 20 bis 100. Und jetzt kann man sich vorstellen, das wäre sozusagen irgendwie Ihre PIN oder so, ja? Irgendeine wichtige Kennzahl, die Ihr Geheimnis wäre oder so, wir können gleich gucken, aber erstmal nur für Sie. Dann falten Sie es ein bisschen zusammen. Ich habe auch noch einen Stift dabei, wir haben auch, glaube ich, noch ein Mikrofon für Sie, wenn wir da vorbereitet sind, ist was da? Super, genau. Und zwar, Almut, ich würde Sie bitten, dass Sie mir ein bisschen Informationen mal geben, so eine kleine Auskunft, dazu habe ich hier noch was vorbereitet. Das ist so eine Profilmatrix, ja? Das heißt, ich werde jetzt so eine Art kleines Porträt von Ihnen zeichnen, aber nicht gemalt, sondern so, wie es vielleicht eine Datenbank dann lesen könnte, okay? Das Mikrofon ist schon angekommen, prima? Okay, super. Alles klar. Almut, dann verraten Sie uns erstmal, wo kommen Sie her, wo wohnen Sie? Gütersloh. Gütersloh, sagen Sie uns auch noch die Straße, wenn das in Ordnung ist? Ja? Ja, wir gehen ganz schön weit heute. Ja? Herzebrocher Straße. Okay, das ist dann der Gamma-Quadrant-Sektor F, alles klar. Gut, ich schreibe es einfach mal hier so auf. Ich muss mal gucken, mehr auf welcher Höhe, denn so ist egal. Ich versuche es mal anzunähern. Ja? Ich gucke mal, dass wir da einigermaßen hinkommen. Also zum Beispiel hier so müsste das sein, da so und da so und da so. Das ist schon mal so eine Anfangsinformation. Ich hoffe, man kann es nachher sehen. Aber jetzt wollen wir ins Detail gehen, Almut. Und zwar, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich rede mit Leuten, die nicht mit mir telefonieren wollen und verkaufe Sachen, die Welt nicht haben will. Ach ja, sind wir in der gleichen Branche, ne? Das ist ungefähr so ziemlich, also einigermaßen so wie ich im Grunde, ja, Sie sehen es ja, aber na gut. Das gibt mir aber schon ein bisschen Information, warten Sie mal, da würde ich das einfach mal so hier notieren, alles klar. Ja, noch irgendein Datum, was weiß ich, irgendwas persönliches, so haben wir Ihre Kontonummer gerade oder so. Nein, oder sagen wir, vielleicht die letzte Ziffer von Ihrer Telefonnummer, die letzte Ziffer nur von Ihrer Telefonnummer, haben wir die? Von welcher? Die Handynummer, wenn ich schon wählen darf, ja? Muss man erstmal überlegen, ne? Man ruft sich so selten an. Ja? Zwei. Die zwei, vor allem nicht auf dem Handy, weil da ist man ja, ne? Aber okay. Die zwei war das, okay? Dann können wir das, warte mal, zwei hin, drei im Sinn. Alles klar, dann haben wir es doch schon so ein bisschen. Eine Lücke haben wir noch, ein kleines Feld fehlt hier noch. Vielleicht die letzte Information, sagen Sie uns, in welchem Monat ist Ihr Geburtstag? Mai. Im Mai, die 5. Dann haben wir hier unten die 5. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ja, super. Das ist jetzt ein Profil von Ihnen. Almut, erkennen Sie sich wieder? Nicht so, ne? Ja, es ist relativ abstrakt. Also für uns Menschen gar nicht richtig lesbar. Eine Maschine könnte da aber eine Menge Informationen rausziehen. Und ja, wir gucken einfach mal. Ist denn Ihre Zahl? Sie haben ja sich eine PIN überlegt, eine Geheimzahl. Haben Sie aufgeschrieben? Ist sie dabei? Schauen Sie mal rein. Ist Ihre PIN da? Nee, die ist nicht dabei? Dabei. Ja, nicht dabei. Okay. Wäre aber ein Kracher gewesen, oder? Ich meine, wenn Sie. Ja. Na gut, aber dann lüften wir mal das Geheimnis. Ich schreibe das einfach auf. Würden Sie mal den Zettel aufhalten und uns ganz laut in das Mikrofon vorlesen, welche Zahl haben Sie sich denn gedacht? Was ist Ihre Geheimzahl? 21. 21. Okay, ich schreibe es einfach mal auf. Hier groß, hier oben hin. Die 21. Naja, man kann es so ein bisschen lesen, ne? 21. Okay. Und die Zahl ist jetzt zwar nicht dabei auf den ersten Blick, aber vielleicht ist sie doch dabei.
Und das könnte sein, dass sie so ein bisschen versteckt ist. Und manche nicken schon, das sind die ganzen Informatiker und so, ne? Denn Maschinen könnten hier die Zahl erkennen, wenn wir nämlich einfach mal diese Zeilen zusammenzählen. 7 + 2 = 9, ja, +9 = 18 und 3, guck mal, 21, nicht schlecht, ne? 12 + 0 sind immer noch 12, +9 sind auch 21. Diese andere Zeile hier, 1 + 8 = 9, 19, 21, und hier haben wir 12 + 9 = 21, aber nicht nur das Almut, weil sie haben ja auch noch gesagt, wo sie wohnen und so. Ich habe ein bisschen hier rumgeschoben, denn wenn wir uns jetzt nicht die Zeilen, sondern auch die Spalten anschauen, dann werden sie dasselbe Ergebnis finden. Also 7 + 12 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21, hier haben wir 2 + 0 = 2, 8 = 21, 3 = 6 = 21, 9 = 15 = 17 = 21, und nicht nur das, sondern was auch immer. Denn wenn wir uns zum Schluss vielleicht die Diagonalen anschauen, da ist es besonders schön, da haben wir 7 + 10 = 17 und 4 = 21 hier oben, 9 + 3 = 12, 8 = 21. Almo, herzlichen Dank, das ist ja schon mal super, oder? Haben Sie genau Ihre PIN, da ist es. Aber, ah, Moment, ah, guck mal, also komm, pass auf, ne, dann, also, wo habe ich? Hier, wenn Sie so, also, ich meine, ich hätte ja nicht ahnen können, dass es Ihnen gefällt, aber dann können wir weitermachen, ja, weil es ist kein Problem, da noch mehr zu finden. Schauen Sie sich doch zum Beispiel mal den Quadranten in der Mitte an, das wäre ziemlich cool. Weil guck mal, diese 4 hier, ich markiere das mal so, 0, 3, 13 sind auch 21, und was mit den 4 in der Mitte funktioniert, funktioniert natürlich auch mit den 4 oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, können Sie zu Hause nachrechnen. Oder was ich besonders schön finde, wenn Sie die beiden oben in der Mitte plus die beiden unten in der Mitte rechnen, dann haben wir Ihre Geheimzahl. Almut, die PIN, da haben wir die beiden links in der Mitte plus die beiden rechts in der Mitte. Oder wenn Sie sagen, Mensch, ich hätte aber lieber die kleinen Diagonalen, da ist ja kein Problem, dann rechnen Sie die beiden zusammen und die beiden zusammen oder die beiden und ganz zum Schluss alle gemeinsam die 4 Ecken. Da haben wir 7 + 9 = 16 + 4 = 20 + 1 ist genau Ihre geheime Zahl. Ich würde Ihnen empfehlen, ändern Sie alle mal Ihr Passwort. Ja? Bis dann. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss. Peter Hartling.